groß und klein und Freunde von nah und fern. Ich bin jetzt zu Hause bei mir. Ich wollte ja zu Anina fahren. Aber ihr wisst ja, die böse Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt möchte ich euch heute meinen Tee zeigen, wie ich ihn mache. Den trinke ich dreimal am Tag und so kann mir, glaube ich, überhaupt nichts passieren. Ich halte mich auch ein bisschen fern vom Einkaufen. Ich habe einen lieben Freund, der bringt mir, wenn ich was brauche, mit. Und heute hat er mir einen ganz tollen Ingwer mitgebracht und davon mache ich meinen Tee. Und zwar, ich nehme 3 Tassen Wasser in dieses Töpfchen, dann 3 Scheiben, die sind jetzt ein bisschen groß, kommen in das Wasser rein. Dazu nehme ich noch 2 Beutelchen Ingwer und 1 Esslöffel Honig. Das kann man natürlich auch ein bisschen weniger machen oder ein bisschen mehr, je nachdem, wie jeder es gerne hat. Ich bin nicht so eine Süße, also nehme ich nur 1 Löffel voll. Das lasse ich dann aufkochen, aber nur kurz bevor es kocht, nehme ich ihn runter, lasse es 10 Minuten ziehen, dann nehme ich den Sud und gebe ihn durch mein Sieb, damit nichts übrig bleibt. Und dann trinke ich 3 Mal am Tag so 1 Tasse. Pur Vitamin C. Das heißt natürlich Ingwer. Aber Ingwer soll ja ganz, ganz toll sein, wenn man erkältet ist oder man meint, man kriegt eine Erkältung. Ich möchte sagen, bitte, bitte, macht das auch. Denn diese Sachen kriegt man ja noch in den Lebensmittelgeschäften. Jetzt bin ich ein bisschen heiser, aber wenn ich meine Tasse Tee getrunken habe, ist alles wieder weg. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Macht es gut, beschäftigt euch vielleicht ein bisschen mit Singen oder Musik hören. Oder Fernsehen ist ja auch noch da. Und man kann auch mit den Kindern vielleicht ein bisschen malen und auch singen oder auch tanzen. Macht es euch schön. Ich melde mich wieder mit etwas Neuem und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.